Clasher, seid willkommen zum neuen Video. Heute wird gerollt und wir sind auf dem Account von Lord Ulezug. Lord Ulezug mit 142.000 Macht. Er hat 23.000 Gems. Heute ist Glückseilmeister. Er hat gekauft und er hat hier auch schon dieses neue Base-Design. Ich sammle mal hier deine Truhen schnell ein. Und dann machen wir mal das Lagerhaus auf, ob wir hier genügend Platz haben. Ich würde sagen, wir haben genügend. Und du hast schon einige Sachen hier ganz gut an Kopien auch. Du brauchst Kopien, hast du mir gesagt, zum Evolvieren und Doppel-Evolvieren und das ganze Zeug. Jetzt mache ich mir nur noch mal schnell hier ein bisschen Platz im Lagerhaus. So, jetzt verkaufen wir das ganze Zeug noch und benutzen es ganz, ganz schnell, damit wir hier jede Menge machen. Wir haben 55 Talente Rerollkarten, alter Feind. Ja, und jetzt die benutze ich jetzt auch nochmal. Die Stamina lade ich dir mal auf. Also wenn du dann auf den Account gehst, spiel die bitte zügig runter. Ja, sollte hoffentlich reichen. Ja, zwei legendäre Heldenkarten hast du noch, die können wir öffnen. Beastmeister, dreimal Rudi, ich beneide dich so für den Rudi, ehrlich, ja. Und Lady Boom, fünfmal, ey, ich habe weder Lady Boom noch den Rudi, ja. Fünfmal Grimfiend, also du hast ja tatsächlich schon ein paar ganz, ganz nice Kopien. So, aber was interessiert mich? Mich interessiert dein Account Fortschritt und wir schauen mal an, wo du hier bist. Du bist also beim Meister Dungeon 5, den hast du noch nicht fertig. Du bist beim Meister Dungeon 4.10 und den sweepst du. Okay, du hast eine anständige Base für den Gildekrieg drin. Pff, wo muss ich denn jetzt hier hinklicken? Wo gibt es denn die HBM? Aha, hier oben, okay, HBM. So, und bist bei T4. Ey, bitte dich. Wir gucken uns gleich nochmal den Account hier an. Jetzt rein ins verschollene Reich. Also, okay, sieht gut aus. Level 18, alles klar, ich habe die Stamina aufgeladen, solltest du auf jeden Fall zügig dann verbrauchen, wenn du den Account wieder, wenn ich hier runter bin. So, jetzt suche ich den Heldenaltar, er ist hier unten und jetzt schauen wir uns mal an. Du hast also doppel-evolvierten Gargoyle, wunderbar. Du hast einen evolvierten Mino, jawohl. Da könnte man mit Splittern weitermachen, wenn man möchte. Du hast ein Evo 1 Vlad, du hast ein Evo 1 Hexer, du hast einen Piraten, 6er Bollwerk, 7er Skill, Evo 1, okay. Sieht doch alles ganz gut aus. Du hast einen Ronin, ja, Mann, auch Glückwunsch dazu, den habe ich selbst noch nicht, mit einer Steinhaut, ja, okay. Ich persönlich würde ihn mit Life Drain spielen, aber okay, Steinhaut, Defensivtalent, ja. Steinhardt kommt ja durch den Gildekrieg immer mehr in die Mode. 5er Quicken Aries, alles gut, wie sieht er aus? 8er Skill, jawohl, ist vernünftig und brauchbar. Jetzt hast du hier noch einen Eros, 9er Skill, mit 5er Quicken, sehr schön. Du hast den Berserker PD, jawohl, den würde ich sofort, den würde ich hier tatsächlich sofort auf 8 ziehen, ganz ehrlich. Ja, und auch den das Talent voll nach oben. Du hast schon eine Lady Boom mit einem Kriegsgott. Alter Fein. Meinen Glückwunsch. Die ist echt nice. Okay, 5er Erquicken, Evo 1 Tina mit einem 6er Skill. Okay, würde ich definitiv auf 7 ziehen. Also Supporter würde ich hier hoch machen. Eros, PD, Valentina, das wären so die Helden, die ich sofort tun würde. Ja, hier ein 5er Quicken, das hast du dir gewünscht. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Du hast eine Kürbishexe. Du hast einen Anubis mit einem 4er Bollwerk, alter Feind. Wahnsinn, Glückwunsch dazu. Richtig gut, du hast auch einen Rockno mit einer 5er Steinhaut. Kann man auf jeden Fall erstmal so nehmen, ja. Nicer Held, Glückwunsch, du hast echt starken Account. Hier hast einen Schädelkrieger mit einem tödlichen Treffer. Hast du noch einen anderen Schädelkrieger mit einer 6er Streuung. Du hast alles, was du brauchst, meine Herren. Also hier solltest du auf jeden Fall die Supporter ein bisschen hochmachen. Du hast ja auch eine Rose. Ey, ich werde nicht mehr. Krass, 5er Hartnäckigkeit ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ja. Ja, nice, auf jeden Fall, guter Account, ja, und jede Menge Tinas, Alter, und noch ein Rockno, kann das sein? Zwei Rocknos,
Alter Feind, du bist echt gesegnet mit guten Helden. Mein Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, du brauchst auf jeden Fall, hast du mir gesagt, Duplikate und klar, gehen wir ran und rollen Duplikate. Endlich mal wieder ein Rollvideo, das finde ich irgendwie echt gut. Momentan ist ja so ein bisschen für mich die Herausforderung hier irgendwie totale Ebbe bei Castle Clash. Und ey, es geht los mit nur Blau. Boah, was ist jetzt hier los? Meine Herren, das ist echt. Und weiter geht es hier mit Kristallschleim, Schamane, Schlange. Ey, IGG, komm. Bitte, ey, gib mir mal was Lilanes. Was ist das? Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Ey, boah, 8000 Gems und nicht ein einziger Legendärer. Das ist total uncool. In dem Fall stoppen wir jetzt und wir rollen Talente. Das geht so gar nicht. Nee, ehrlich nicht. Geht wirklich nicht. Und so, wir gucken mal, was rauskommt. Vierer Schwächen. Für irgendwas, was sich schnell fortbewegen sollte. Eigentlich gar kein verkehrtes Talent. Wir schauen mal, ob ich es dir hier irgendwo als Machtpush irgendwo raufgeben kann. Vierer Schwächen. Also, selbst deine Machtpush-Helden haben Dreier und Vierer Talente. Wahnsinn. Ich muss sagen, du hast hier schon Lebensentzug auf dem Rockno. Ist bestimmt auch richtig nice. Ich glaube, da heilt sich sogar selber. Nein, selbst zieh es dir rein. Fünfer erquicken Eisdämon. Du hast einen Fünfer erquicken Eisdämon. Alter Feind, mein Glückwunsch. Wahnsinn. Muss mir mal in den Kommentar schreiben, ob der hier tatsächlich so rauskam. Also, selbst deine Garnion-Helden haben also alle wunderbare Talente. Da können wir also einen Vierer Schwächen hier. Das können wir hier tatsächlich knicken. Dreier Hartnäckigkeit brauchst du nicht. Fünfer verbrennen. Alles klar. Es war auf jeden Fall mal ein Fünfer Talent. Leider ist es eins der schlechtesten überhaupt. So, und jetzt fällt mir dazu nur noch eins ein. Wir nehmen irgendeinen Held, der ein Machtpush und Garni-Held ist. Hier, nein, hier vielleicht, nein, ein Ronin, die Lady Boom, Kürbishexe. Du wirst wahrscheinlich sowieso Streuung, Vierer Streuung, Rockno, Fünfer, ich weiß nicht mal, wie das hinmachen soll. Steinhaut. Ja, da bin ich wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung, wollte tatsächlich nochmal Gems aufladen während des Videos. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache kurz Pause. Ja, gehen wir also rein. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren beim Heldenrollen. Wir waren beim Talente-Rollen. So, richtig. Und wisst ihr was? Ich will mal auf dem Ronin rollen. Das habe ich nämlich noch nie getan. So, wir hatten einen Fünfer verbrennen. So, und dieses Fünfer verbrennen ist tatsächlich absoluter Crap. So, und da alle deine Helden hier schon so schöne Fünfer Talente haben, wie auch immer. Selbst der Paladin, ja, krass. Verlangsamen ist auf dem eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Lady Leo. Boah, Bollwerk. Oh, Mann, ey. Das ist echt schwer, die Entscheidung. Nö, da kann man Bücher abstauben, das mache ich dir auch nicht runter. Nö, Vierer, tödlicher Treffer. Wisst ihr was? Wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach, wir schmeißen es weg und fertig. Ist die Laube. So, rerollen und go! Vierer verbrennen, ja, toll. Danke, IGG, dafür, super. Einser Hartnäckigkeit, Dreier Klingenhülle, also alles unter einem brauchbaren Fünfer Talent brauchen wir tatsächlich nicht. So, Leute. Also bei 30 Reroll-Karten mache ich erstmal Schluss. Fünfer erleuchten. Das ist richtig nice. Muss ich ehrlich sagen. So, und ich frage ihn jetzt mal, was wir damit machen wollen. Ja, und ich warte jetzt einfach mal auf seine Reaktion und in der Zeit räume einfach noch ein paar Helden und dann ist gut. Komm hierher. Rum. Ey, was ist heute? Ey, das kann echt nicht. Druide, wenigstens mal was Lilanes.
Leute, Leute, Leute. Es kommt hier nur Crap. Selbst diese lilanen Helden, ja? Gehen wir rein in die Evente teilnehmen. Er schreibt ansonsten auf Machtpush-Helden. Ich würde es auf eine Anubis tun. Aber gut. So, bei allen 10, bei allen 1000, die du bekommen hast. Elektriker, Multaniker, boah. 24 Eier dürfen wir jetzt hauen. Und 1000 Ruhmpunkte sind so bescheiden, ja. 100 Edelsteine geht immer noch, aber den ganzen anderen Crap, Leute, IGG, das könnt ihr euch echt sparen. Ruhmpunkte raus, Splitter raus, ja, wenn denn nur Edelsteine hier rein und dann ist es gut. Legendäres Petai, okay, damit kann man irgendwie nochmal was anfangen, ja, und die Splitter, 150 Splitter, ey, in Zeiten von Welle AF und alles, das sind 150 Splitter auch irgendwie so inflationär. Ja, und dann so 150 oder 300 Edelsteine, das wäre doch gut. Evolutionsrune, okay. Nice, das kann man auch gebrauchen. Könnte alles drinnen lassen. Ja, aber 200 Orden, ey, was soll man damit? Was soll man damit? 100 Edelsteine. Meine Herren. 1200 Ruhmpunkte. So, gib uns doch mal einen Helden. Psychelrune 1, okay. Wäre nicht so verkehrt. Noch ein legendäres Pet-Eye. Okay, damit kann man auch irgendwie leben. Talent-Reroll-Karte, finde ich, ist auch okay. Das geht immer alles noch, ja. Aber, nee. Ganz ehrlich. Die Ruhmpunkte, die können wirklich, wirklich raus. Ja? Decke die Ruhmpunkte auf, sage ich ja. Ach nee, ist ja Glückseinmesser. So, komm, jetzt gib mir mal einen Arktiker. Gib mir mal einen Elektriker. Irgend so einen Drachen. Einen Moltaniker, come on jetzt. Zieh uns einen Drachen. Wir haben noch 3 Eier. 5000 Ruhmpunkte. Naja, das geht ja gerade noch so. Ja. Aber ansonsten, Talente Reroll-Karte. Komm. So, und jetzt will ich einen Drachen. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir, wie alt du bist. In der Mitte ist der Held. Bam. So ein Sheet. 150 Splitter, nichts dabei. Nichts dabei, meine Herren. Gut, jetzt sammeln wir das alles ein. Und nein, es war kein Held mit dabei. Gut, dann machen wir jetzt einfach weiter und rollen Helden. Und hoffen, dass wir hier Duplikate bekommen. Jede Menge, weil das, was du zum Rollen, also was rollbar irgendwie hier ist, ja. Rudolf, Glückwunsch, da kannst du auf jeden Fall zuschlagen. Offensichtlich habe ich hier auf deinem Account mehr Glück mit den Rudolfs als du. Ich persönlich habe ihn ja leider immer noch nicht. Welchen Machtpush-Helden können wir das 5er erleuchten geben? Es bietet sich immer an ein Ninja. Warum? Ninja gibt A, schnell viel Macht, man hat ihn ruckzuck hochgelevelt und du kannst wahnsinnig viel, hast du schon, Bücher damit abstauben. Habe ich auch eine ganze Weile so gemacht. Geht wunderbar damit. So, jetzt gucken wir mal, ob du hier noch Ninja rumliegen hast. Nein, hast du nicht. Aber im Lagerhaus hast du noch Ninja. Den benutzen wir jetzt. Zack. Den öffnen wir. Und jetzt schauen wir mal rein. Und wahrscheinlich hat er schon 5er leuchten. Haha, ne, einen schweren Schlag. So, okay. Und jetzt möchtest du hier das 5er erleuchten haben. Und weiter geht die wilde Reise. Wir rollen also 10 Karten hier runter. Und nach 10 Karten gib mir ein 5er erquicken. Gib mir ein nices Bollwerk. 4er Slow, okay, kann man echt gut gebrauchen. Was hat dein Main Dudu? 5er Slow, Glückwunsch. Richtig gutes Talent. Der hat auch 5er Slow. Mit den Talenten kannst du beim Erzdämon richtig, richtig fett abräumen. So, in dem Fall, ja, was soll ich sagen? Haben wir nichts weiter. 4er Slow, wo soll's rauf? Nirgendwo, wir tun's einfach weg. So, 20 Dinger haben wir verbraten. Rein in den Heldenaltar und weiter geht die Rollerei. So, IGG, jetzt gib mir eine Lady Leo. Die wollte ich nicht. Ich möchte ein paar richtig geile. Ich will mal einen Ronin rollen. Come on. Ah, Orcsbane, du nicht.
Du nicht, kein Orksbane. Boah, Mann. Hier kommt heute irgendwie echt nur blau. Blau Blüte entziehen. Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn hier Glücksei-Meister-Event ist, kommt hier gar nichts bei raus. Ja. Gut, jetzt machen wir schnell noch die grünen Teile rein. Alle drei. Und opfern die da rein. So, damit haben wir es relativ effektiv. So, Ronin. Alles klar, 6er Steinhaut. So, moin. So, wenn jetzt innerhalb der nächsten 5 Karten, nicht ein 5er Erquicken, ein 5er Bollwerk und ein 5er Kriegsgott hier rauskommt, ja, dann 4er Kriegsgott, okay, 4er Kriegsgott ist schon mal nice, da frage ich gleich mal nach. So, jetzt mache ich hier den letzten Roll, dann lasse ich hier 5000 Gems drauf, weil hier echt nur blau rauskommt. So, und deshalb kannst du die Dinger sparen, kannst du aufheben und irgendwann mal was damit anfangen. Die Ausbeute war heute wieder richtig, richtig mies, Leute. Ich kann es echt nicht anders sagen. Wir hatten eine Succubus, wir hatten einen Paladin, wir hatten einen Druiden dabei. Von den Helden hatten wir hier nichts. Wir hatten einen zusätzlichen Grimfiend, wir hatten einen Rudolf und das war's, ja. So, auf meine Frage für den 4er KG habe ich noch keine Antwort bekommen. Jetzt gucken wir mal an, wo wir es hinpacken können. Ganz klar, du möchtest natürlich upgradebare Talente haben, das habe ich natürlich verstanden. Alles 5er Talente, super, ihr guckt es euch an, Leute, der Account ist gut. Sie hat einen 4er Kriegsgott, okay, dann brauchen wir es nicht tauschen. So, jetzt würde der einzige, der mir einfallen würde, ist, wenn er tatsächlich noch kein so richtig brauchbares Talent hat, wäre der Rune, Quatsch, der Anubis. So, Wiedergänger, ja, 4er Bollwerk, wechseln, ja, nein, das ist immer echt eine schwere Frage. So, gut. So, da bin ich zurück. Er will das Kriegsgott auf einen Machtpush-Helden. Das Problem ist, es gibt hier keinen Machtpush-Helden, der irgendwie noch ein Dreier-Talent hätte, dass es in irgendeiner Weise irgendwas bringen würde. Ja, außer das Dreier leuchten, aber damit kann man einen Haufen Bücher abstauben. Ist total sinnlos, es wegzuknallen. In dem Fall geht's nicht anders, muss es weg. So, wir wechseln also weiter. Wir haben noch 12 Karten. Jawohl, komm, jetzt gib mir noch einen guten Roll. 7 Karten lasse ich dir drauf, dann kannst du damit auch noch ein paar kommen. Und auf den letzten Meter, nein! 7 Karten lasse ich dir drauf, da kannst du also noch ein paar Edelsteine hier bei den Quests erledigen und sonst irgendwas. Ja, IGG war heute echt richtig geizig, richtig uncool. Was soll man dazu sagen? Gar nichts. Am besten gar nichts dazu sagen. Clasher, macht's gut, bis im nächsten Video. Wer Lust hat auf Rollen, schreibt mich einfach an bei Line und dann finden wir schon einen Termin und das kriegen wir alles hin. Bis dann, macht's gut, Clasher, tschüss!